Ahoi, liebe Zielgruppe, zu einem neuen Video auf unserem Kanal. Kreuzfahrtcamper. Wir sind in Neu-Ulm und zwar am Wohnmobilstellplatz am Donaubad. Und wann stellen wir euch den vor? Immer nach dem Intro natürlich. Der Wohnmobilstellplatz am Donaubad ist ein sehr neuer, moderner Stellplatz, denn er ist jetzt neu gebaut worden. Er war früher direkt am Donaubad, das hat man jetzt aber erneuert. Und diesen neueren Teil, den werden wir euch jetzt vorstellen. 49 Plätze an der Zahl. Unterschiedliche Größen gibt es. Einmal 10x6 Meter, einmal 15x6 Meter. Für große Liner natürlich, nicht? Und das eine kostet 12 Euro, das andere 15 Euro. Das zeigen wir euch aber dann, wenn wir die Plätze zeigen. Genau. Ja, hier direkt ist der Automat. Was schon mal gut ist, ihr könnt mit Karte zahlen. Ticket müsst ihr auswählen, ob ihr halt XL kommt als erstes, also müsst ihr aufpassen. Dann kommt Gastausch und dann kommt erst das Normale, also genau aufpassen, was ihr hier macht. Ja, Gastausch geht nämlich auch und zwar von 8.30 Uhr bis 9 Uhr und ja, kostet 26 Euro und ihr kriegt sogar volle, also leere, stahlleer könnt ihr auch bekommen. Das ist alles hier. Gasflaschen kann man hier kaufen sozusagen. Genau, das alles hier im Automaten und gleich dahinter, wo wir schon mal hier sind, gibt es halt Müll, Restmüll, Papier, Glas, alles hier am Ort. Und wichtig, hier am Automaten gibt es auch diese große Informationstafel. Da stehen sämtliche Informationen drin, auch was das Donaubad zu bieten hat, der Gastroguide von Ulm, alles hier direkt an der Information. Steht ja auch dran. Und jetzt denke ich mal, Stefan, Zeit für ein bisschen Abwasser und so ein Zeug. Fähr- und Entsorgung. Gar nicht weit von der Information stehen wir jetzt hier an der Fähr- und Entsorgung. Also Entsorgung von Grauwasser, super gemacht, wieder drüber fahren, mittig für die Fahrzeuge, die mittig den Auslass haben, gar kein Problem, die können hier das gleich loswerden und gut ist es. Ja, hier haben wir die Kästen einmal für die Fäkalentsorgung, also für die Schwarzwasser, für die Toilette. Die sind alle etwas erhöht, das hat auch den Grund, dass die erhöht sind, weil es hier Überflutungsgebiet ist. Dazu wird Marcel nochmal mehr sagen, wie das genau funktioniert hier, aber damit die Dinger nicht im Prinzip mit untergehen, hat man das halt hochgebaut. Auf der anderen Seite gibt es hier noch Frischwasser, die Versorgung für Frischwasser. Die Versorgung hier hinten für Frischwasser ist wieder gut geregelt, weil wir haben im Prinzip wieder für 10 Cent, 20 Cent, 50 Cent, 1 Euro und 2 Euro, je nachdem die Literanzahl. Also das heißt, im Endeffekt kostet 1 Liter 1 Cent. Das finde ich vollkommen in Ordnung und finde es auch gut, dass man das in Staffeln dann nach buchen kann sozusagen, weil manchmal braucht man ja gar nicht 100 Liter. Ja, ansonsten mehr gibt es hier eigentlich zur Fähr- und Entsorgung nicht. Gucken wir doch mal uns weiter an, hier die Plätze und so weiter. Ja, ihr habt jetzt gesehen, es geht eine Treppe rauf, ist natürlich für Leute, die ein bisschen schwergängig sind, ein bisschen schwierig, aber wie gesagt, wir sind hier im Donau-Iller-Eck, das heißt, der Iller-Kanal ist hier, die Donau ist direkt in der Nähe, also das ist hier halt Hochwassergebiet, ihr müsst so gucken, dass ihr innerhalb von 6 Stunden wegkommt. Da genau. Steht aber alles an der Informationstafel dran. Ihr habt dann, da wohl auch eine Webseite, ne, wenn ich es richtig verstanden habe, wo ihr das nachgucken könnt, ob Hochwassergefahr ist oder nicht. Also innerhalb von 6 Stunden müsste am Fahrzeug sein, dass ihr das wieder wegfahren könnt. Genau. Dann gibt es hier schöne Informationen und zwar Stadtrand. Das ist ein Café direkt im Bad. Da gibt es auch einen Brötchenverkauf. Das müsst ihr aber am Vortag bestellen. Oder es könnt ihr auch direkt frühstücken. Bis 13 Uhr gibt es dort Frühstück und lecker Eis. Stefan wollte da das Eis diesmal nicht essen. Das hat aber bestimmte Gründe. Ich denke mal, ihr habt unser Video gesehen, was da lief mit unserem Malibu. Ja, sonst noch etwas zu sagen? Wahrscheinlich ja, aber mir fällt es gar nicht ein. Achso, und WLAN gibt es auch hier am Platz. Und das ist ein bisschen tricky. Das erzählen wir euch, wenn wir im Teddy sind, weil das müssen wir ein bisschen ausführlicher erklären, was wir da machen müssen. Hinter uns ist die Einfahrt und weil wir es gestern gesehen haben, viele machen es falsch, hier kommt ihr rein und müsst in die Richtung da fahren. Das ist nämlich hier eine Einbahnstraße. Nicht, dass da ein Schild dran steht, hier vorne ums Eck, dass ihr da seht, vielleicht eine Lampe. Tja. Zu Fuß könnt ihr natürlich die Einbahnstraße hochgehen, das machen wir jetzt gerade. Das steht da nicht extra dran. Dann habt ihr da oben, da sehen wir es gerade, so ein WLAN-Point.
Ne? Also an, an der Laterne sozusagen. Ne, der ganze Platz ist voll mit WLAN. Und ja, dann hier auf der Seite, das sind ganz standardmäßige Plätze. Da seht ihr auch schon so ein Stromteil, da kommen wir gleich zu. Nicht, dass ich da mal ins Bild renne. Haben wir hier gleich nebenan solche XL-Plätze. Das ist wunderbar gemacht. Stefan kommt mir ja hinterher, hoffe ich ganz einfach. Das ist natürlich da auch ausgeschildert, dass das XL-Plätze sind. Genau, und darauf müsst ihr achten, dass ihr dann halt dementsprechend mehr bezahlt. Ne, das ist klar. Genau. Und wenn ihr so ein kleines Fahrzeug habt, wie zum Beispiel der Rote da, der steht nämlich auch auf dem XL-Platz. Ja. Der muss natürlich auch den XL-Platz dann bezahlen, logischerweise. Ja, und es ist nur länger, es ist nicht breitemäßig. Und ich glaube, jetzt erzählt uns Stefan ein bisschen was über Strom. Ja, wie es allen so geht, gestiegene Energiepreise, die sind auch hier angekommen. Hier zahlt ihr 1 Euro pro Kilowattstunde. Ihr habt natürlich die Möglichkeit, hier wieder die Säule auszuwählen. Dann steckt ihr im Prinzip in 50 Cent, 1 Euro oder 2 Euro Stücken euer Geld dort rein. Und kriegt dann dementsprechend die Stromanzahl dann dafür. Ja, genau. Also eigentlich relativ einfach. Es gibt noch Nebensäulen, die zeigen wir euch gleich mal. Und das ist hier nämlich mit den Nebensäulen auch ganz gut gemacht, wo in welche Richtung ihr bezahlen müsst, also zu dem Hauptautomaten gehen müsst. Das ist sehr gut sichtbar, das zeigen wir euch jetzt. Ja, weiß nicht, was ich will. Es sind CE-Stecker, also das müsst ihr wissen. Das müsst ihr also anschließen. So. Ja, logischerweise der normale Camping. Und jetzt gehen wir zu den... Ja, zu der anderen Säule. Nebensäulen, genau. Nebensäulen. Wir zeigen euch das mal an der dort hinten. Hier habt ihr so einen Nebenautomaten sozusagen und ihr habt dort das Zeichen drauf, Bezahlerei, mit Pfeilen genau angegeben. Das heißt, dieser Kasten zum Bezahlen steht direkt auf der anderen Seite, im Prinzip bei unserem Fahrzeug. Rechts ist ja unser Fahrzeug und ja, da ist der Automat dementsprechend. Da müsst ihr also hin zum Bezahlen. Die Säule wird also davon versorgt. Wie gesagt, 49 Plätze gibt es hier auf dem neuen Stellplatz. Ich, was ich richtig toll finde, dass das halt geschottert ist. Ja, also es ist sehr auch relativ eben. Also hast, wir haben ein kleines bisschen ausgeglichen, aber theoretisch wäre es nicht nötig gewesen. Ja, und jetzt gehen wir zum alten Stellplatz. Da sind also nochmal zig Ersatzplätze. So also Ersatzplätze, jetzt sind es Ersatzplätze. Früher war es tatsächlich der alte Stellplatz. Denn der war direkt dort. Dort gibt es aber für euch schon mal kein Strom. Genau. Strom gibt es nur hier auf diesen neuen Plätzen. Auf den alten Plätzen ist kein Strom. Auch wenn ich da hinten sowas orange und eine Box sehe. Aber ich glaube, die sind nicht mehr in Betrieb. Nee, das sind Baustellenkästen. Und es ist so, dass ihr den gleichen Platz Gebühren natürlich zahlen müsst. Da müsst ihr halt, das müsst ihr halt auch wissen. Naja, es gibt Campingplätze, da sind solche Baustellendinger. Also ja, ist richtig. Deshalb wusste ich jetzt nicht so genau, aber es ist eigentlich nicht ausgestellt. So, wie gesagt, hier haben wir das, bevor wir so schnell weglaufen. Zeig das mal. Ne, hier steht das, Ausweichplätze, sie sind genauso wie dort drüben. Jetzt gehe ich aber davon aus, weil das hier eigentlich normale Parkplätze sind. Gestern haben wir das Video schon mal gedreht, aber das Mikrofon war kaputt und deshalb drehen wir alles gerade nochmal. Gestern standen hier sehr viele Autos. Das ist heute nicht der Fall. Ja, so. Und die gesamte Reihe runter, ihr seht das, bis da hinten hin stehen diese Schilder, das sind halt alles Ausweichplätze. Ich gehe davon aus, dass die wohl im Sommer auch gebraucht werden hier. So, und jetzt gehen wir in unseren Teddy und geben ein Fazit, ein paar Informationen noch, WLAN und das gibt es alles aus dem warmen, warmen Fahrzeug, denn hier draußen sind, sage und schreibe, 5 bis 6 Grad, nicht gerade so angenehm. Und der Wind ist da. Und der Wind, das ist das Allerschöne. Der Wind, das himmlische Kackel beginnt. WLAN, das brauchen viele Leute und hier könntet ihr leicht verzweifeln, weil es nicht einfach geregelt ist. Wir blenden euch jetzt gerade mal das Video ein, wie wir es gemacht haben. Ob das richtig ist, können wir euch auch nicht sagen, denn es ist nicht beschrieben, ne? Es weder auf der, die Dings ist ja viel zu dicht hier dran. Ich hole euch mal hier näher zu uns dran. Das ist ja dämlich, wenn die Jacke da mit dem Gesicht rumfriemelt. es gibt ja hier so ein Informationsblatt. Da steht leider nichts drin, was WLAN angeht. Auch vorne nicht. Also ihr müsstet eventuell vielleicht bei der Rezeption nachfragen. Es steht nur, dass es WLAN frei zugänglich ist. So. Genau. Und wir haben das jetzt einfach so gemacht, haben uns damit verbunden, sind dann auf donaubad.de gegangen und dann irgendwie hat es funktioniert. Ob das jetzt aber so richtig ist, das können wir euch leider nicht sagen. Dann sind wir gestern in der Stadt gewesen
Am Ende seht ihr wunderbare Bilder zusammengeschnitten von den da. Genau. Also von hier aus ungefähr 1,8 Kilometer zu Fuß. Ja, genau. Kann man wunderbar laufen, direkt immer an der Donau lang. Also oder bis zum Dom, muss man sagen. Wir sind bis zu, oder wie heißt das hier? Münster. Münster, der Ulmer Münster. Bis dahin sind wir gegangen. Beeindruckendes Bauwerk, kann man sich auf jeden Fall anschauen. Ja, ist der höchste Kirchturm der Welt. Wow. Gucke mal an. Zumindest steht das hier so drin. Ob das stimmt, wissen wir nicht. Na, wir werden sehen. Aber wunderbare Innenstadt, man kann da gut essen gehen. Das haben wir auch schon mal vor ein paar Jahren gemacht. Wollten wir gestern, haben wir dann irgendwie dann doch nicht gemacht. Weil wir auch noch was hatten. Auf jeden Fall kann man sagen, schöne Stadt. Und man kann wirklich wunderbar da langlaufen. Oder halt allgemein an der Donau einen schönen Spaziergang machen. Das ist kein Problem. Die Hauptverkehrsstraße und auch die Bahn, die hier in der Nähe umherlaufen, hört man nachts gar nicht. Nee, ich habe sehr gut geschlafen. Also roundabout sagen wir, es ist ein wunderbarer Platz, kann man nicht anders sagen. Ja, das war es eigentlich auch schon, ne, dazu zu sagen, oder? Ja, eigentlich ja. Ich überlege die ganze Zeit, hier steht natürlich, zieht zu den absoluten Premium-Stellplätzen in der Region. Das kann man definitiv unterschreiben. Ja. So, dann würde ich sagen, haut mal rein in die Kommentare, was muss man in Ulm alles gesehen haben oder in Neu-Ulm? Hilft allen. Und dann sehen wir uns schon bald wieder bei einem neuen Video auf unserem Kanal Kreuzfahrtcamper. Ciao, ciao. Tschüss.